Hallo zusammen, ich befinde mich hier im Ritz-Carlton beim Medienboard-Empfang. Das ist die Filmförderung für Berlin, Brandenburg. Und die Stars und Sternchen tummeln sich natürlich während der Berlinale hier über den roten Teppich. Schauspieler, Produzenten und Regisseure der erfolgreichsten Filme im letzten Jahr ließen sich diese Party nicht entgehen. Wir sind total stolz, dass wir auf der 70. Berlinale drei Filme im Wettbewerb haben. Das ist Dau, Undine und Berlin-Alexanderplatz. Und es gibt noch einen vierten Film, der im Wettbewerb läuft, nicht Medienboard gefördert, aber der auch in Berlin spielt. Insofern gibt es schon drei Filme, die richtige Berlin-Filme sind. Das ist, glaube ich, das erste Mal in dieser Massierung so. Und heute findet die legendäre Medienboard-Party statt und dann kommt obligatorisch der Check zurück. Ja. Welcher Check kommt zurück? Wir kriegen diesmal sogar drei und genau genommen vier Checks zurück. Einmal natürlich das perfekte Geheimnis, der super Kassenerfolg aus dem Jahr sozusagen 1920. Dann Systemsprenger, der Überraschungserfolg von Nora Finkscheid, der ja auch von Deutschland für das Oscar-Rennen nominiert war. Und der Junge muss an die frische Luft, zahlt eben auch sein Geld jetzt komplett zurück. Darauf freuen wir uns sehr. Und wenn ich das noch kurz sagen darf, alle drei Filme sind maßgeblich von Frauen gemacht worden. Das perfekte Geheimnis ist von einer Produzentin, Lena Schöllmann, gemacht worden. Und die Regisseurinnen der anderen beiden Filme sind eben auch Frauen. Also Frauen können auch Geld zurückgeben. Frauenpower heute, da kriege ich Gänsehaut. Eine Frau, die viel Power hat. Wie anstrengend ist denn die Berlinale so an sich für dich? Na, ich freue mich auf die Berlinale und ich glaube, wenn man positiv etwas anschaut, dann ist es nicht anstrengend, sondern einfach nur ein Glück, dass man erstmal eingeladen wird, dass man zu den Veranstaltungen gehen kann, dass man sich austauschen kann. Also für mich sehe ich das nicht als eine Anstrengung. Ich muss aber auch dazu sagen, ich trinke jetzt nicht bei den Veranstaltungen. Ich achte trotzdem darauf, dass ich viel schlafe. Und man hat ja nebenbei auch noch Dinge zu tun. Also ich habe ja zwischendurch auch noch PR-Arbeit. Man muss einfach auf sich aufpassen. Der Shootingstar des Festivals. Und jetzt sind wir hier beim Medienboard-Empfang. Bist du zum ersten Mal hier dabei oder schon öfter? Nee, ich bin tatsächlich heute zum ersten Mal hier. Echt? Ja. Und wie hältst du dich fit während der Berlinale? Du bist ja noch jung. Genau. Ich profitiere durch mein Alter. Nein, ich weiß nicht, wie halt ich. Also, es geht noch. Also keine Ahnung, es ist halt. Alle fragen das, ne, ob man so kaputt ist. Aber das ist natürlich anstrengend. Aber ist ja auch gut. Ich meine, das Wichtigste ist, dass wir in die Kinos gehen und die Filme angucken. So, Party ist das eine. Aber das Wichtigste ist, dass wir über Filme reden und einen internationalen Austausch pflegen und halten. Und dann vielleicht auch zusammen feiern. Ja. Wirst du dir auch einige Filme anschauen können? Ja, also das ganze Shootingstar-Programm geht bis Montag und danach habe ich Zeit. Ah ja, okay, dann wünsche ich dir alles Gute. Vielen Dank. Ciao, schönen Abend noch. Tschüss. Mit Wasser und Cappuccino schafft man die Berlinale. Wie wichtig ist denn für dich die Berlinale? Ein sehr wichtiges Festival. Man trifft gute Freunde, man sieht sehr schöne Filme und es gilt eines der besten Festivals auf der Welt. Deswegen, ich bin sehr froh, dass ich dabei bin. Also gehst du tatsächlich Filme anschauen? Auch Filme anschauen, ja. Hast du schon einen guten gesehen? Oder? Ich hoffe, morgen von Petzold, ist einer meiner Lieblingsregisseure. Da bin ich sehr gespannt und werde mir den reinziehen. Wie hältst du dich fit während der Berliner? Ich bin ja keiner, der Alkohol trinkt oder Drogen nimmt. Ich immer schön Tee und Cappuccino. Ciao. Nightlife, zurzeit die Nummer 1 im Kino. Nummer 1 Medienboard geförderte Film ist Nightlife und du starrst da drin. Wie sehr fühlt sich das an? Das ist natürlich Hammer, was soll ich sagen, es ist der Hammer, weil der Film ist gut angekommen, die Menschen haben ihn gerne gesehen und gucken ihn gerne und das ist, was will man mehr, ne? Das ist toll. Jetzt ist Berlinale, wie hältst du dich fit? Ich trinke viel Wasser dazwischen, zwischen den ganzen Events und ich werde auch gleich mal was essen, weil ich mir bis jetzt nur einen Smoothie gegönnt habe, allerdings einen richtig guten, nährreichen Smoothie mit Algen und Beeren und Hanfsamen und allem drum und dran, damit man fit ist. Deswegen siehst du auch so blendend aus. Dankeschön. Es ist vielleicht aber auch die Schminke. Vielleicht, ja. Die Stars aus dem Wettbewerbsfilm Berlin-Alexanderplatz. Ja, tatsächlich bin ich hier heute sehr müde, weil wir gestern Premiere hatten und gefeiert haben. Der einfachste Tipp, kein Alkohol. Okay, auch wenn man kaputt ist, aber ein Medienboard-Empfang darf man sich nicht entgehen lassen. Ja, ist ja auch der Job und ist natürlich toll, Medienboard. Ich bin mit drei Filmen heute hier.
wer weiß, wie das ohne das Medienboard überhaupt möglich gewesen wäre. Vielen Dank. Dann noch einen schönen Abend. Danke. Berlin-Alexanderplatz. Von Berlin-Alexanderplatz. And it's right. in the competition of the one of the biggest film festivals. How does it feel? I feel grateful. It's my third time here in this festival, although it's my first German feature film. But we are really excited to see how does the audience will react to this new version of Berlin-Alexanderplatz. Kids Run war Eröffnungsfilm in der Berlinale-Section Perspektive deutsches Kino. Wie läuft denn die Berlinale für dich? Sehr anstrengend oder wie hältst du dich fit? Sie ist anstrengend, aber auch beflügelnd. Also gestern hatte ich Premiere mit einem Film, Kids Run heißt er, der kommt am 26.11. ins Kino und das ist ein ganz tolles Sozialdrama, kleiner Film, der so wertvoll ist. Und dann auf so einer Premiere auf der Berlinale zu sein und zu sehen, wie das Publikum hier auch ein ganz eigenes ist, das, glaube ich, die Filme wirklich wertschätzt und sich konzentriert darauf einlässt, das ist total schön und das gibt einem dann wieder Kraft, sodass man gut und kraftvoll da durchgeht. Okay, schaust du auch so privat viele Filme an? Privat gucke ich auch viele Filme. Und gerade gucke ich vor allem viele Filme, und zwar die deutschen, weil ich nämlich auch in der Akademie bin, Mitglied, und ich kann die ganzen vornominierten Filme gucken und da sehe ich ganz, ganz tolle Sachen. Ich würde gerne von Ihnen wissen, ob Sie sich Filme anschauen und für welche. Also wir haben leider viel zu wenig Zeit, um Filme zu gucken, mein Mann und ich. Wir sind aber extrem viel begeistert und ja, welche? Ich mag keine Liebesfilme. Ich habe lieber Thriller. Ich mag sehr gerne Science Fiction. Ja, also und eben Dinge, die so Dramen, also richtig tiefgehende Dramen. Ja. Und auch so politische? Ja, natürlich alles politische Filme sowieso. Aber Comedy, no way. Irgendwie etwas, wo Lachen draufsteht. Keine Ahnung warum, aber ist nicht mein Ding. Jetzt sind wir hier beim Medienboard-Empfang. Wie wichtig ist das, auch diese Party mitzumachen? Naja, wir haben letztes Jahr einen großen Kinofilm produziert, also meine Firma und ich, auch mit der Unterstützung von Medienboard. Wenn man in dieser Stadt arbeitet und lebt, in diesem Bereich ist das Medienboard einfach die größte Stütze, die man haben kann. Und insofern, ja, es ist ein wichtiger Termin im Jahr. Und wieder einmal ist der Medienboard-Empfang ein voller Erfolg.